Andi, merkst du, dass du der Einzige bist, was das schreibt im Chat? Aber sag's immer. Ne? So. Ah, Moment. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Okay, okay, okay. Ready to... Hallo? Take off. Ready to take off. Ja, hallo. Hallo. Ready to take... Oh, ich sehe einmal meine Figur selber. Huh? In deinem Screen. Salz. Wegen endlich weiß ich, wie ich ausschaue. Ja. Ja. Okay, Geister-Event, Salz und Bewegungssensor. James. Die Mama Anderson. Hat immer gesagt, ich bin hübsch, aber ich habe jetzt erst gesehen, wie ich ausschaue. Das ist immer Lüge, wenn die Mama das sagt. Okay. Warum hat sie mich belogen? All die Jahre. All die Jahre, mein ganzes Leben. Ich fühle mich nicht gut. Ich brauche Medikamente. Oh mein Gott. Das Geistersalz kann dir helfen. Ja, das ist Hilfe gegen alles. Das ist ja reinigen Link von innen in der Beschreibung. So. Hilfe gegen alles. 25% Rabatt. Nur bei Simantis Let's Play. Ich kann jetzt oh mein Gott. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich selbst. Wir brauchen jetzt ein bisschen Zeit für uns. Also, letzte Frage. Ich bin wundern, wieso ich mehr oder so irgendwie schätzen muss. Also. Ich gehe jetzt. Hast du Schlüssel mitgenommen? Ich hab die Box. Stefan. Schlüssel hab ich genommen. Und ein Problem. Hallo. Und hm? EMF. Hast du Schlüssel mitgenommen, Stefan? Das hilft übrigens ich eigentlich ein Ausschlag. Ich hab den Schlüssel. Achso. Hallo, Geist. I've come to talk to you again. Das Geistersalz hilft gegen EMF-Ausschläge. Auch im Teambereich ist dieser Salz sehr gut. Habe ich gehört. Ah, was gehört? Ja. Knochen, zeig dich. Was hat er gehört? Ja. Es ist ein Gesangsgeist, der ist jetzt neich. Der ist jetzt in der Beta, jetzt fallen mir die Zigaretten auf die Hosen. Solange der Geist nicht so ein verkacktes Kind ist, ist es nicht so schlimm. Außer den Knochen da unten gesehen, oder? Nein, da habe ich vergessen drauf schauen. Ich schaue. Ich schaue mit. Knochen negativ. Wer packt. Hä? Der Knochen ist in mir, oben im Ballzimmer. Bescheuert packt denn der, Leute? Schaut euch das einmal an. Hier. Wie soll denn der? Da kann der nicht nochmal aussteigen aus dem eigenen Auto. Da muss dann immer doch rüberklettern. Hinten. Oder. Hä? Bescheuert. Keine Sorge, ich bin da. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich habe ihm seine Schlüssel geklaut. Wegkommt er nimmer. Oh nein, das ist der große Keller. Ja, das ist interessant hingepackt. Wie ist der da rausgekommen? Unheimlich. Mega. Also wenn man das Auto hingestellt hat, ist dann an der Beifahrerseite ausgestiegen. Ja, genau. Oder er sitzt nur im Auto. Gib mir ein Zeichen, Geist. Gib mir ein Zeichen. Doi,
Ja, aber du erklärt. Ja. Habt ihr was? EMF oder so? Gar nix. Nein, ich war alles. Ich war zu. Wer hat denn EMF? Ich. Okay. Negativ. Im Bad ist die Temperatur gerade Vollgas runtergegangen. Das, hast du das kalte Wasser, hast du das Waschbecken angezielt, wo ich Wasser sein muss? Oh, Strom ist aus. Wir haben keinen Strom mehr. Borime. Dann ist das Gin. Aber ich hab da nur 1 Grad gerade gehabt. Achtung, dreckiges Wasser da erinnern. Ja, okay, ist da also da. Ich hab da heraus vor dem Badezimmer 1 Grad gehabt gerade. Ah ja, 2. Habe. Tür? Irgendwo? Okay. Schreib ins Buch, Geist. Es sind Fingerabdrücke an der Tür. Ich hab gerade gecheatet mit dem Fotoapparat. Okay, der okay ist erlaubt. Schritt. Ich hab das EMF kannst gehört. Du da fotografieren? Was ja, will fotografieren? Ist nur 2. Den Schritt. Ich hör dich ganz, ganz schlecht jetzt aktuell gerade so. Ja. Schreib ins Buch, Geist. Ja, ich auch. Also ich hätte ihn nur abgekackt und... Geister-Event, okay. Geist. Das haben wir gerade abgeschossen. Als höre ich nochmal. 4? Schreib ins Buch, Geist. Da ist 4? Hat das Buch geschoben. Gott. Du, ich glaube der EMF ist kaputt. Das ist neich. Na, 4. Was ist das neich, dass das so tut? Ja, ja. Ja, das ist so. Und hören tue ich die auch ganz schlecht. Oh oh. Und Abmarsch. Tschüss. Und Anna ist tot. Die Steffi. Sie steht halt im Raum drin, wo er spawnt. Es ist nur 4. Okay, also ist definitiv da herin. Oh, Gefriertemperatur. Oder? Echt? Mich gerade vorkäme kurz. Ja, Gefriertemperatur. Was haben wir denn? Haben wir. Was für Beweise haben wir? Förderung was? Gefrier und Fingerabdrücke haben wir. Oder Stefana. Oh. Alter! Boah! So dies jetzt. Ich hab grad Pillen genommen. Ich hab jetzt die Box noch nicht probiert. Oha, wir haben viel Fotos. Wir haben Fingerabdrücke schon mal als, als Beweis. Also Fingerabdruck ja, und... Ich sage Fingerabdrücke und Gefrier. Gefrier. Es waren minus 0,9. Gefrier. Und Gefrier. Dämon Hantu. Was macht denn der Hantu? Der Gin ist leicht erkennen, oder? Hantu. Was macht der Hantu? Hantu ist ein seltener Geist. Ah, die Box. So. Die Box müssen wir ausprobieren. Ja, und die Dots. Oder Geisterorbs. Also Kamera, Andreas, machst du? Na ja, dann lass ich die zuerst einmal. Geist, sprich zu mir. Da. Warte nur kurz, Sonne probiert zu kommunizieren. Geist, sprich zu mir, bist du da? Geist, sprich zu mir. Ich glaube, dass der heraus ist. Sprich zu mir durch die Box. Kamera stellt. Geist, bist du da? Aber er hat sofort na, die Stefanie gehabt. Die Gefrier ist ja herinnen. Gefrier ist nur in dem Raum. Gin hat sofort reagiert auf das Ding. Okay. Ich habe jetzt einmal den Fotoapparat aufgestellt. Achtung, die Steffi muss ich fotografieren für die Nachwelt. Danke. Ich glaube, irgendwas ist geflogen. Die Tassen hinter. Bist du hier? Die Tassen oder umgeworfen. Licht aus, dann sehen wir es besser. Ich drehe meinen Strom wieder ein. Mhm. Achso, eigentlich ist es egal. Ne? Obwohl, hoppala. Ich hole nur eine Kamera rein, die können wir dann die Treppen stehen, dann können wir von drinnen schauen, wenn die dort. Und schau vorher, ob du dort siehst, draußen. Ich hab die Kamera aufgestellt. Was war das hier mit Six Mac? Die
Kamera. Ich habe eine schon aufgestellt, vielleicht haben wir Glück und wir sehen gleich. Okay, er ist da. Ja, aber wir haben nicht gesehen. Also sind es nicht die Dots. Ja, die Dots können es ja gar nicht sein. Ja, genau. Orb. Ja, okay. Und tschüss. Los, danke. Orbs. Orb, genau im Pod, genau wo Stefanie gestorben ist, ja. Genau an der Stelle. Okay. Hantu. Hantu? Was macht denn der? Das ist ein seltener Geist. Ein Hantu bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Hm? Ach, tut mir leid. Deshalb scheut dein Strom aus. Damit die wieder runtergeht. Und in warmen Bereichen langsamer. Drum den Strom weg die ganze Zeit. Der will es kalt haben. Also toter Körper gibt schon noch Punkte, gell? Ja, aber ich glaube nicht mehr so viel auf Profi. Was haben wir jetzt? Geisterorb? Na, das ist wieder neich mit toter Körper. Das hat es vorher nicht angezeigt. Auf Profi. Ah, ist das bei den Bühnen nicht gestanden? Na. Ja, schon mal. Dann brauchen wir noch mehr Geisterfoto, oder? Interaktion. Toter Körper. Na, wir haben als. Oder? Haben wir ein Foto vom Geist? Na, wir haben kein Geisterfoto. Na. No Ghost-Foto. No Ghost-Foto. Sonja, du sollst da Pillen nehmen, oder? Ja. Ist denn beides unten? Dann probieren wir nur ein Foto machen, oder? Ja. Ja. Also gibt's ja. Nimm ja Kerze mit, schadet nie. Wo sind denn die Kameras alle eigentlich? Ich hab eine da jetzt. Ich hab eine in der Hand. Ich hab keine. Ja, dann fehlt ja noch. Ja, Steffi vielleicht. Vielleicht hat Stefan ja nicht dabei. Mhm. Oder so ja Greiz mitnehmen, ha? Oh, wir haben kein Greiz drin. Ja. Stimmt. Ich nehme Greiz. Dann nehme ich das zweite gleich mit. Achso, dann kann ich. Dorime. Hinter der Mauer. Habe ich auch noch Greiz? Schweine. Ich drehe einen Strom weiter mit. Achso, Strom rennt. Ja, ich hab's. Warum wir nur die billigen Geräte haben? Ja, die halten mehr aus. Sanu. Sanja, warte, bitte, ich muss mich konzentrieren. Licht aus. Licht aus. Licht aus. Wieso aus? On? Nein, ich muss da was. Na, on, ja, ja, on. Okay. Ja, ich in nomine Patri, ex Filio, du Sancti. Aber in Jo. Man merkt, dass Platti du da dein Kopf hast. Dich. Dorime. Ja. Amen. Zeige dich! Blau. Aber Anwalter. Zeig dich. Bist du hier? Zeige dich. Jetzt. Ich befehle es. Bitte. Zeige dich. Im Namen von uns. Boah, ihr was klingeln gehört? Ihr habt Handy klingeln gehört? Ja, das war, glaube ich, die Christina, der Geist. Nachricht, da geheim. Aus dem Jenseits, glaube ich. Zeige dich. Oh. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Das sind keine Fotos mehr. Geist, zeige dich. Andi? Wo bist du? Ja. Gib uns ein Zeichen. Du schaust in die falsche Richtung, möchte ich dir dann nur sagen. Nein, ich schaue aufs Handy und liest die Nachricht. Okay. Da drin hat es blinkt. Das ist der Blinkergeist. Boah, jetzt hast du mich direkt von der Steffi einen toten Körper. Die liegt auf einmal anders da. Warum liegst du anders da? Die ist nicht tot. Gott. Geist, zeige dich! Der Geist hat die Steffi dran. Zeige dich! Wo bist du? Da einsperrt. Zeige dich! Sonst drehen wir wirklich das Licht aus? Vielleicht können wir nur beim Dunkeln eher. Ja, okay. Zeige dich! Wo bist du?
Gib uns ein Zeichen. Geist, zeige dich. Im Namen von allen Engeln befehle ich dir, dich zu zeigen. Du Schwein, kommt man dazu. Du, genau. Geist! Ah, Moment, ich hab jetzt erst das Kreuz in der Hand. In nomine Patrix, Filii, ex Spiritu, Twini, Brutum, zeig dich. Ja, das was wird. Geist, der Spiegel ist jetzt viel besser. Zeige dich. Ja, man spiegelt sie jetzt genauso wenig. Er hat meine Kerzen ausgelassen. Hoppla. Geist, ja, zeige dich. Ja, man spiegelt dich. Sie. Wo bist du? Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Mit diesem Kreuz werde ich dich heraufbeschwören. Zeig uns dein Gesicht. Der Bewegungsmelder ist losgegangen. In Stefan, sein Hund geht durch die Wand. Er kommt. Er hat mal Licht ausgeblasen schon wieder. Okay, das mit dem. Er steht da in der Tür. Er steht da in der Tür. Das mit dem Kreuz funktioniert jetzt ganz gut. Warte mal! Boah, was war das jetzt? Oh. Das war der Geist Christina, er hat geschrieben. Ach so. Geist, zeige dich. Da. Bewegungsmelder. Achso, das Konrad Stefan ist ja, die da durchlatscht, gell? Das stimmt, ja. Das löst sie aus. Ah. Na, das ist nicht Stefanie. Ja. Geist, zeige dich. Zeig uns dein Gesicht. Also, ich löse da nicht aus, wenn wir stehen. Okay. Okay, ich muss das EMF ausschalten. Es nervt. Das EMF rennt doch mal nicht. Hä? Das EMF rennt voll, kann er gerade. Was? Ich höre das gar nicht. Okay, das EMF hat jetzt die ganze Zeit voll Gas. Schon wieder drückt. Okay. Ich schau mal nach dem Namen. Ja. Das wird so nix. Der tut ja gar nix, das Würstel. James Anderson. Der James Anderson hat von meinem Kreuz abbissen. Ich kann ihm aber noch von. Lauf ich denn hin, wenn ich Angst hab? Warte mal. Weg. Oben am besten, oder? James Anderson. Aber ist halt beruhigend, gell, dass er da einfach mal von dem Kreuz abgenascht hat. Ja, vorher tut er einfach, er beißt einfach vom Kreuz ab. Ich glaube, ich hänge ein wenig. Eisenmangel. Ich glaube, ich hänge ein bisschen. James Anderson, zeige dich. Ich befehle dir, dich zu zeigen. Da tue ich mich auch der rennt einfach da mal drum. Ja. Der rennt ganz schön rum. Wir wollen dich sehen. James Anderson, zeige dich. James. Jetzt. James. Hat gerade mein Licht flackert? Weiß ich nicht. Oder ich blinzelt. James Anderson. Zeige dich. Bitte. Bitte kommen Sie heraus. James Anderson. Du machst. Ich hab die Ghostbusters angegriffen. In nomine Patrix, Filii, Dei, ex Spiritu, Sancti, zeige dich. Amen. Ich glaube, mein Latein ist ein bisschen eingerostet. Nein, das hört sich gut an. Okay. Ja, voll professionell. Ich habe meine Austreibungskutte nicht dabei. Oh, das ist natürlich. Und die Eintreibungskutte habe ich auch nicht dabei. Das sind eigentlich zwei verschiedene. Beide. Okay, ja. Ja. Verstehe schon. Ich habe mein Laufgewand. Habe ich ein Laufgewand? Du hast da normales Gewand. Ah, das ist mein Sportanzug, ja. Achso, okay. James Anderson, zeige dich. Wo ist denn dein Kreuz? Okay. Am Rücken. James Anderson. Da schau ich, zack, dann da ist mein Kreuz. Ah, sagst das? Ja, ich seh's, okay. Aber schau, was ich kann mit meinem Kreuz. Ich habe nämlich ein schlechtes Rückgrat. Oh. Das schaut. Aber. Ja, okay. Nein, das hat mal ein Physiotherapeut in Kambodscha gelernt. Ja.
dass ich meine Wirbelsäule so verrenken kann. Also aber praktisch, gell? Da kannst du so rundherum nein, das ist voll praktisch, immer dran, so. Weil ich kann ab... Genau. Und ich habe immer gewonnen beim Limbo tanzen. Ah, ja. Weil da bin ich so durchgegangen. So. Ja, voll. Ja. Geil. Das machen wir. Lernen wir da. Finde ich gut, ja. Was sagt er? Was sagst du? Ja, der wird spülen, dann zack, direkt hat der Geist. Nee, nee, gar nichts passiert. Keine Chance, ich hab ein Kreuz. Ich hab ein Kreuz. Da. Ja, zwei sogar. Zeige dich. Ja, zwei Kreuze. Oh, mein Kreuz ist jetzt gleich völlig im Arsch. Es brennt. Oh, ich kann es aber kaum halten. Es glüht. Zeige dich! Glüht. Ist das okay, aber lass lieber los. Wo ist das andere Kreuz? Leben. Das bringt dir jetzt nichts mehr. Ja, aber wo ist das andere Kreuz? Das ist ebenfalls schon kaputt. Da. Für euer Leben heute das glühende Kreuz, ich schmeiß weg. Ich bin draußen, ist mir wurscht. Jetzt. Ah, oh, meine Finger. Ich muss mir die verbinden lassen. Ich brauch den Spüler. Das Salz, ja. Weil das ist mir ja wie ein Pflaster. Das kühlt. Ja, hilft auch für Wunden. Danke. Genau so, das kennt man ja. Aber es hilft dann, wenn es die eine stößt. Lass mal, oder? Und die so dran, ja, da musst du so dran. Ja, fahren wir. Ja. Es ist der Hand, du. Ich mag den Hand da nicht. Hab ich es eintragen? Ich glaub schon. Ja. Ah, der Hand. Handtuschmantu, sag ich dazu.